Die Jugendgruppe Friends 2000 hat nunmehr einen neuen Treffpunkt gefunden. Neuer Ort ist die Pfarre in der Wiener Straße. Dieser Tage erfolgte die Eröffnung. Die Friends 2000 haben heute einen großen Grund zu feiern. Wir haben jetzt Neueröffnung im Schwächert und wollen das jetzt auch dementsprechend zelebrieren. Wir stellen im Hof der Pfarre in der Wiener Straße, dahinter ist das Jugendzentrum. Habt ihr euch das hier ausgesucht? Wer hat das zur Verfügung gestellt? Also der Pfarrer Gerald war so freundlich und hat uns das zur Verfügung gestellt, klein aber fein. Und ja, wir hoffen jetzt immer noch darauf, dass die Gemeinde uns trotzdem noch etwas Größeres anbietet. Es variiert immer, je nachdem, zu welchem Tag Leute kommen. Und darum kann das auch sehr leicht passieren, dass es zu klein wird. Das war früher mal ein Büro, war ein Büro vom Kirchenbeitrag. Die Kirchenbeitragsstelle ist bei uns am Hauptplatz im Pfarrbereich untergebracht. Es war dann einige Zeit das Büro der Jugendleiterinnen für unser Dekanat. Die hatten wir auch in einem eigenen Büro jetzt am Hauptplatz und dann war es kurzzeitig leer. Es wurde zwischenzeitlich genützt als ein Quartier für Sammelgüter für Syrien. Und dann war die Situation, dass wir diese Aktion beendet haben und dadurch war frei. Auf der anderen Seite war dringender Bedarf, die jungen Leute, die seit vielen Jahren eine selbstverwaltete gute Arbeit machen. Und dadurch hat es gut ergeben, weil eine Idee, die im Pfarrgemeinderat aufgetreten ist. Und der Pfarrgemeinderat ist ja für diese Bereiche immer verantwortlich. Und nachdem sich das gut so ergeben hat, haben wir es schnell beschlossen. Und im Moment ist es die, glaube ich, beste Lösung für die jungen Leute hier. Ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass die Jugend auch wirklich Räumlichkeiten für sich selber hat, selbstverantwortlich sind. Und das sind beide Vereine jetzt bei uns am Pfarrgrund sozusagen, die selbstverantwortlich und auch völlig allein ihr Programm machen und wir Partner sind und sie auch unterstützen. Worauf legt man als Obfrau bei diesem Verein besonders Wert? Ich lege zumindest besonders viel Wert, dass die Jugendlichen sich hier wohlfühlen, dass sie Spaß haben und dass einfach ein gemütliches Beisammensein stattfindet. Der Verein heißt Friends 2000, es gibt ihn schon nahezu 15 Jahre. Ja, also es gibt ihn eigentlich schon länger, aber ja, Friends 2000 ist halt der Kernname und der bleibt. Auch wenn wir jetzt eine neue Lokalität haben, bleibt er trotzdem, weil es sind einfach die Friends 2000. Vorerst sind wir sehr, sehr glücklich damit. Es war ganz wichtig, dass wir eben dass wir nicht lange Pause machen, weil wenn so ein Projekt lang auf Eis liegt, ist es dann quasi gestorben, weil man keine Leute mehr findet, die das machen wollen. Und jetzt sind wir noch motiviert dran geblieben und haben Gott sei Dank sehr, sehr bald im Anschluss ein Quartier gefunden und das sind wir sehr glücklich darüber. Ja. Wie geht es der Jugend in Schwächert? Naja, es gibt natürlich viele Möglichkeiten für Jugend allgemein. Es könnte aber viel mehr geben und es ist vor allem blöd, wenn man den ehrenamtlich arbeitenden Leuten und Jugendlichen Steine in den Weg legt. Die Steine wurden aber seitens der Kirche weggeräumt und die Kirche hat jetzt etwas zur Verfügung gestellt. Alle sind glücklich. Ja, also es ist ein Glück, dass es da diese Räume gegeben hat und das ist jetzt sicher eine kurz-mittelfristige Lösung. Und wir wollen natürlich hoffen, dass mit Schwächert wieder aufwärts geht im Allgemeinen. Worum geht es bei den Friends 2000? Es geht darum, dass sich Jugendliche treffen, dass man neue soziale Kontakte findet und einfach eine kleine Familie ist. Wann kann man hierher kommen? Grundprinzipiell haben wir meistens Samstag offen. Kommuniziert wird das großteils über Facebook. Aber Samstag ab 8 ist die übliche Zeit, dass wir da anzutreffen sind und man kann mit uns sich unterhalten, Party machen, wurzeln, seine Freizeit verbringen hier.